Logbuchfreiheit, die fünfte Folge vom 14. Mai 2020. Wir befinden uns weiterhin in der Corona-Pandemie und machen uns inzwischen immer mehr Gedanken darüber, welche Einschränkungen für unsere Gesellschaft noch zumutbar sind und vor allem, ob überhaupt noch irgendeine Einschränkung zumutbar ist für Menschen, die eine Infektion überstanden haben und jetzt immun sind. Diese Diskussion wird auch in der Politik geführt und der Begriff eines Immunitätsausweises findet da immer wieder Anwendung. Jens Spahn hat den ins Feld geführt bei seinen Corona-Gesetzgebungen, dann gab es irgendwelche Proteste, dann hat er es wieder zurückgezogen und heute hat er wieder damit angefangen. Es ist also Zeit, dass wir uns diesem Thema mal langsam nähern. Das mache ich zusammen mit Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich selbst bin Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik. Lea, was ist der Immunitätsausweis, der da jetzt diskutiert wird? Was soll das? Genau, dieser ganze Immunitätsausweis, der zielt, das muss man vielleicht immer vorweg sagen, also Immunität schützt einen ja da auch dagegen, selbst die Krankheit zu bekommen. Aber bei dieser ganzen Diskussion um Immunitätsausweise geht eigentlich darum, dass man, wenn man immun ist, jedenfalls so auch Stand der Erkenntnisse, die Krankheit nicht weitergeben kann. Also auch es geht um Infektionsschutz, ja, also diese gesellschaftliche Komponente. Und vor diesem Hintergrund gab es eine Formulierungshilfe der Regierungsfraktionen bei der Ausgestaltung einer neuen Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 29.04. Und da tauchte im Paragraph eine Änderung für Paragraph 22 des Infektionsschutzgesetzes auf, wo eben ein Nachweis für Immunität geregelt wurde. Und dieser Passus ist inzwischen bei dem Gesetzesentwurf, der dann auch verabschiedet worden ist, verschwunden, insbesondere weil es große Kritik auch seitens der SPD gab. Aber Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat eben angekündigt, dass er weiter an dieser Idee festhalten will, so etwas zu regeln. Und deswegen lohnt sich, denke ich, das sich genauer anzuschauen. Und jedenfalls stand also in Paragraph 22 drin, dass man eben nicht nur Impfungen, sondern eben auch Immunität einer durchstandenen Krankheit quasi in Impfausweise aufnehmen kann. Wissen wir überhaupt schon, dass man immun wird, wenn man die Krankheit überstanden hat? Ja, ich glaube, so Wissen ist ja angesichts eben auch neuer Erkenntnisse bei dem Coronavirus immer so eine Frage. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass der jetzige Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse ist, dass man überwiegend wahrscheinlich davon ausgeht, dass wenn man die Krankheit durchstanden ist, man für eine gewisse Zeit eine Immunität entwickelt. Da hatte die Weltgesundheitsorganisation so ein gewisses Fragezeichen dran gesetzt in so einer Kommunikation von vor, ich glaube, jetzt 1 oder 2 Wochen. Aber ich glaube, dass dahinter genauso politische Erwägungen eher standen, die sich so kritisch mit Fragen auch gesellschaftlichen Folgen von Immunitätsausweisen auseinandergesetzt haben und dass das nicht wirklich damit zu tun hat, dass man das aktuell in Zweifel zieht. Die Immunität entsteht durch eine durchstandene Krankheit, sonst natürlich potenziell durch eine Impfung und möglicherweise auch durch andere Krankheiten kann eine teilweise Immunität entstehen, ne? Also Erkrankungen mit anderen Coronaviren könnten potenziell, das weiß man einfach noch nicht, vielleicht auch dazu führen, dass man mildere Verläufe hat oder sogar ganz immun auch ist. Hindert natürlich niemanden daran, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen. Ist ja auch nachvollziehbar, dass man hier sagt, okay, wir wollen die legislativen Überlegungen jetzt schon tätigen und nicht erst, wenn die Realität uns einholt. Immunität nachzuweisen ist, wenn ich das richtig verstehe, nicht ganz so einfach. Es gibt jetzt diese Antikörpertests, aber ich höre, dass die nicht ganz so zuverlässig sind. Es gibt diese PCR-Tests, die aber nur quasi das Virus nachweisen. Das heißt, die weisen die Infektion nach, nicht aber unbedingt die überstandene Infektion. Und es gibt dann diese ELISA-Tests, glaube ich. Das sind die Labortests, die aber relativ aufwendig sind und ein bisschen teuer, um die jetzt in der Breite, also bei vielen Hunderttausenden oder Millionen Menschen anzuwenden. Mit anderen Worten, es ist noch nicht mal so einfach, diese Immunität nachzuweisen. Selbst diese technische Voraussetzung hätten wir nicht, selbst wenn wir überhaupt jetzt wüssten, dass es Immunität gibt. Aber also es ist ein Longshot. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Folgen werden denn in diesem Gesetzesentwurf daran geknüpft, dass ich einen solchen Immunitätsausweis habe? Genau, das eine, also die eine Folge, die daran geknüpft wird, ist einmal, dass, also es gab das auch schon zum Beispiel bei der Impfpflicht für Masern.
das als Folge daran geknüpft werden kann, also im Gesetz, an die Immunität gegen eine Krankheit, dass man bestimmte Jobs aufnimmt, also zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen. Das Ding ist, dass bei den bisherigen Regelungen, die solche Konsequenzen haben konnten, es immer auch Impfungen gab. Das hieß also einfach, entweder man hatte die Krankheit durchstanden oder man impfte sich und dann konnte man also auch diese Jobs weiter ausführen. Das ist also der große Unterschied zur SARS-CoV-2 Situation aktuell. Und dann sind auch so Formulierungen in diesem Gesetzesentwurf gewesen, der jetzt nicht verabschiedet wurde, wo es darum ging, also Ausnahmen für die individuellen Maßnahmen, die nach dem Infektionsschutzgesetz möglich sind, aber auch für allgemeine Maßnahmen auszusehen. Also individuelle Maßnahmen sind sowas wie individuelle Quarantäneanordnungen oder Berufsverbote zum Beispiel an eine Person, bei der man irgendwie befürchtet, dass sie eine Infektionswahrscheinlichkeit hat. Oder allgemeine Maßnahmen sind zum Beispiel diese Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsverbote, die wir ja in jetzt wandelnder Form haben. Du hast gerade schon gesagt, das ist nicht unbedingt neu. Also in den medizinischen Berufen, weiß ich, muss man gegen bestimmte Sachen geimpft sein. Beispielsweise Hepatitis A, B ist da, glaube ich, eine verpflichtende Impfung. Ich kenne auch aus dem Bereich der Reise, dass du für die Einreise in bestimmte Länder zum Beispiel eine Gelbfieberimpfung nachweisen musst. Also es ist nicht das erste Mal, dass sich die Menschheit über solche Sachen Gedanken macht. Aber der entscheidende Aspekt scheint mir genau der zu sein, da reden wir wenigstens von Krankheiten, gegen die wir Impfungen haben und gegen die auch in der Breite schon eine Immunität im Zweifelsfall vorhanden ist oder die Krankheit selten genug ist, dass sie nicht eine unmittelbare Bedrohung für die gesamte Gesellschaft zu allen Zeiten des Tages ist. Welche Konsequenzen hätte denn so ein Immunitätsausweis in der Gesellschaft? Weil es gäbe ja jetzt offenbar ein Dokument, auf das man sich auch berufen kann, dann in allen möglichen gesellschaftlichen Beziehungen. Ne? Große Sorge ist ja, was weiß ich komme nicht mehr ins Restaurant oder ich muss jetzt zwangsgechippt, man wird ja auch immer gechippt mit der Impfung, dürfen wir nicht vergessen, zwangsgechippt werden, damit ich, was weiß ich, wieder in den Supermarkt darf. Nein, aber mal ganz ehrlich, welche Folgen sind denn dazu besonders? Ja, genau, also das ist ja jetzt, glaube ich, die große Frage. Also das ist so eine offene Frage, die wir jetzt irgendwie diskutieren werden. Vielleicht so erste Überlegungen sind erstmal, also ich meine, du hast es schon ein bisschen gesagt, wir haben also eine Krankheit, bei der sehr wenig Leute nur immun sind, bei der der Nachweis der Immunität total schwierig ist. Das hast du eigentlich ziemlich gut dargestellt. Vielleicht ein Punkt noch, also diese PCR-Tests, die werden ja nur bei Symptomen vorgenommen und das geht auch nur in der ersten Krankheitswoche. Ne? Also das heißt, es gibt auch viele, die die Krankheit irgendwie durchgemacht haben und auch diese Testung hier ja gar nicht bekommen haben soweit. Also wenige Immune, man kann es nicht nachweisen, also individuell. Und dann spielt natürlich, also potenziell könnte diese Immunität bei ganz vielen Berufen ja eine Rolle spielen. Also es könnte so drohen, dass dieser Impf- oder Immunitätsnachweis, dass der eben ganz vielen beruflichen Situationen zum Beispiel eine Rolle spielen könnte. Also ich sag mal Gaststättenpersonal oder in Supermärkten, alles mit Kundenkontakt so, ne? Und dann gab es auch schon so erste Berichte in der Süddeutschen Zeitung, dass es da irgendwie, also das wird eine ganz neue App-Diskussion wahrscheinlich geben, da dass so die Frage ist zum Beispiel auch, ob Flughäfen dann bei allen Reisebeschränkungen auch irgendwie so Immunitätschecks machen, also die Ausübung von Freiheit daran gebunden wird, also ob Reisefreiheit auch, ne, ob man irgendwie Immunität nachweisen kann. Es könnte sich also durch diesen Immunitätsnachweis, also faktisch oder gesellschaftlich, dann doch auch so eine Art Impfzwang ergeben, wenn irgendwann mal eine Impfung kommt. Das befeuert also diese großen Verschwörungstheorien, weil da ja ganz viele Menschen irgendwie Impfterror befürchten, während ich, muss ich sagen, eher so ein bisschen sehnsüchtig auf die Impfung warte und ich denke so, Impfterror von wegen, I wish. Ich denke auch, also diese ganzen Leute, die vor der Zwangsimpfung Angst haben, so, da werden eine ganze Menge Leute vor euch in die Schlange drängeln, bis ihr dann irgendwann zwangsgechippt werdet, also da habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ja, deswegen übrigens halte ich auch, also hätte ich große Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit so einer Impfpflicht, weil man ja immer auch die Notwendigkeit damit einbeziehen muss. Und ich glaube, wir haben so eine große freiwillige Bereitschaft, man muss ja nicht alle impfen für die Herdenimmunität, ne? Dass man so einen Impfzwang auch nicht braucht und ihn dann auch nicht regeln darf. Ne? Aber ja, es könnte also echt so total viel, also es könnte auch zu so einer Stigmatisierung führen von Leuten, die irgendwie eben noch nicht immun sind. Es könnte also massive gesellschaftliche Folgen haben, die auch total schwer absehbar sind. Ne? Deswegen, das sind jetzt so unsere ersten Gedanken. Ich glaube, da könnte echt noch eine Menge sich ergeben, auf das wir jetzt noch nicht kommen. Und das ist einfach ziemlich gefährlich auch.
Eine große Sorge, die ich da habe, ist, wenn der Impfausweis oder der Immunitätsausweis ein wichtiges Voraussetzungsmerkmal für bestimmte Tätigkeiten, Jobs und Freiheiten potenziell wird, dass wir dann auch eine ganze Menge an Corona-Partys, die heißen ja jetzt Hygienedemos, dass wir eine ganze Reihe an Corona-Partys und Hygienedemos haben von Menschen auf dem Weg dahin, endlich diesen Nachweis zu bekommen, Ja. natürlich genauso wie Bemühungen, einen solchen Nachweis zu fälschen, weil das wird tatsächlich, denke ich, auf jeden Fall ein Privilegiendokument sein. Und das Ausmaß dieser Privilegien werden wir in der Gesellschaft so klein wie möglich halten müssen, um einfach den Run darauf auch zu vermeiden und einen gesunden Umgang damit zu Ja, haben. das wurde schon ein paar Mal ja auch so diskutiert, ob das dann so eine Elite der Immunen geben wird. Ehrlich gesagt ist, glaube ich, dass bis es eine Impfung gibt, dass das genau andersrum ist. Also, dass die ganze Homeoffice-Elite, die wartet auf die Impfung und wer aber irgendwie finanzielle Schwierigkeiten hat und eigentlich im Kundenkontakt arbeiten muss oder so, der geht auf die Corona-Party und riskiert irgendwie seine Gesundheit. Also, ich glaube, dass die Elite wartet dann auf die Impfung und das kann sich dann irgendwie drehen, wenn so eine Impfung da ist vielleicht. Aber ich glaube, dass es bis dahin eigentlich nicht die Elite ist, die sich in die Immunität stürzt, weil das halt gefährlich ist. Wie wäre es denn insgesamt rechtlich einzuschätzen? Genau, das ist also ziemlich schwierig, weil in die rechtliche Einschätzung in der Verhältnismäßigkeit ja all diese gesellschaftlichen Folgen eben auch mit einfließen. Und deswegen kann das eben nur so ein erster Stand der Überlegungen sein. Aber man muss irgendwie so ein bisschen den Spagat machen, also zwischen dem gesellschaftlichen Infektionsschutz, also der Verhinderung von Grundrechtseingriffen auch durch die Maßnahmen und dem Eingriff, der hier in die individuellen Rechte irgendwie entsteht. Und ich würde mal sagen, also man muss dabei unterscheiden einmal zwischen Abwehr von Eingriffen in die eigenen Rechte und der Voraussetzung für Freiheitsausübung. Also ich will sagen, an eine Immunität, die Ausübung eines Berufs zu koppeln, halte ich bei den geringen Immunitätszahlen, die wir haben und bei dieser Eingriffsintensität auch aktuell für verfrüht und total gefährlich. Demgegenüber, wenn es darum geht, dass in meine Rechte eingegriffen wird, weil ich eine Quarantäneanordnung bekomme, zum Beispiel, obwohl ich eigentlich immun bin und klar ist, dass ich nicht, also dass die Quarantäne sinnlos ist, dann, also zur Abwehr solcher individuellen Maßnahmen halte ich das für eher zulässig. Ach so, genau, und vielleicht vorweg gesagt, eigentlich auch noch, es ist natürlich, es geht hier um Gesundheitsdaten. Das ist immer so ein rotes Tuch, das hatten wir ja auch schon mal im Datenschutzrecht. Und deswegen ist das auch total gefährlich, dass in dem Gesetzesentwurf eben drin stand, dass es im Impfausweis landen soll, weil also das sollte unbedingt auf dem Einzeldokument, wenn überhaupt, sein, weil das so, sonst müsste man immer quasi seinen Impfausweis aufzeigen mit all den anderen Informationen über Gesundheitsdaten, die da mit von inbegriffen sind. Das war sicherlich ein falscher Ansatz in der Regelung, die so weit vorgeschlagen wurde. Dann sollte man dann unbedingt auch sämtliche Regelungen, die sich auf so eine Impfpflicht beziehen, begrenzen auf SARS-CoV-2. Also da gab es ja auch so Diskussionen, ob dann zu befürchten sei, dass das auch für HIV-Erkrankungen oder so ähnliches anwendbar ist. Ich glaube, dass das ein bisschen abwegig war, weil man gegen HIV nicht immun ist nach einer erfolgten Erkrankung. Trotzdem sollte das einfach ganz klar eingegrenzt werden, um solche Befürchtungen auch gar nicht aufkommen zu lassen. Und dann sollte man eben unbedingt regeln, auch zum Beispiel, in welchen Situationen man die Vorlage dieses Impfausweises dann überhaupt verlangen darf. Und das sollte ganz streng geregelt werden. Da hat man immer noch Probleme dann der Rechtsdurchsetzung, also ob das nicht doch verlangt wird in anderen Zusammenhängen. Aber es wäre trotzdem wichtig, das einfach auf jeden Fall mit aufzunehmen. Und man muss sich eben fragen, ab wann eigentlich sinnvoll diese Diskussion oder auch so eine rechtliche Regelung erfolgen kann. Denn ich denke, die Nachweisbarkeit von Immunität muss dann eben auch gegeben sein. Also wenn ich zum Beispiel eine Quarantäneanordnung bekomme dann, und die abwenden kann durch eine Immunität, dann muss es auch möglich sein, dass ich einen Antikörpertest machen kann, damit das jetzt nicht so ein Zufallsding ist, wer das abwehren kann und wer nicht. Was wären denn insgesamt die gesellschaftlichen Alternativen für so einen Impfausweis und sind die auch gangbar? Ja, ich meine, eine Alternative wäre natürlich, anstatt so dieser abstrakten Übertragungswahrscheinlichkeit, die konkrete Übertragungswahrscheinlichkeit zu messen und einfach ganz konkret zu testen, ob jemand aktuell den Virus hat.
Also nicht Antikörper testen, sondern die Erkrankung zu testen. Und da müsste man, also das wäre eine Alternative, da viel stärker, also solche Tests schnell verfügbar zu machen. Und daran arbeitet man ja auch. Und dann kann man im konkreten Fall jeweils messen, ob die Person also eine Übertragungswahrscheinlichkeit hat, mit natürlich Fehlerquotienten. Aber die haben wir ja auch bei Antikörpertests. Und ich glaube, dass das auch deshalb zum Beispiel sinnvoller sein kann, weil wir ja auch aktuell eben so wenige Immune eigentlich nur haben, also in der Gesellschaft. Das hat ja auch diese ziemlich fehlinterpretierte Gangl-Studie eigentlich doch auch gezeigt, dass es eben nur so sehr wenige sind, die immun sind. Das wird sich aber natürlich ändern, mit den wenigen Immunen, hoffentlich. Oder also langsam ändern, aber hoffentlich ja, ändern. Nicht langsam. Wir bleiben da dran. Ihr könnt das Logbuch Freiheit abonnieren auf YouTube. Glocke, Subscribe, Share, Kommentieren. Like. Kommentiert. Nee, Kommentare schalte ich immer ab bei YouTube. Das ist mir zu doof. Und wir haben ansonsten auch unter logbuch-freiheit.de das Ganze als Audio-Podcast verfügbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.